Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ihr seid das erste Mal hier. Ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und ja, hier gibt es alles rund um das Thema VR. Egal ob Gameplay-Videos, Hardware-Videos, News-Sendungen, ich mache gerne Livestreams. Also alles rund um das Thema VR. Also würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Und ja, heute habe ich euch Golfpool VR mitgebracht und Golfpool VR ist eine Mischung aus Golf und Poolbillard, wie es der Name schon sagt. Und ob das funktioniert, lassen wir uns mal überraschen. Es ist ein Early Access Titel, kostet 10,79 €, ist auch jetzt nicht so viel. Ich hatte noch meine Schwierigkeiten mit der Steuerung, muss ich sagen. Also ich habe den Ball nicht immer so wirklich getroffen. Dann gibt es da eine Lock-Funktion, um zu sehen, wie die Bälle wohin laufen. Das hat auch bei mir irgendwie nicht so gut geklappt. Also da ist noch Verbesserungspotenzial definitiv vorhanden. Und ich hoffe, dass die Entwickler da auch weiter dran arbeiten. Grafisch sieht das echt sehr gut aus für so ein Golfspiel. Also es muss ja jetzt kein Half-Life Alyx-Grafik sein, aber die Umgebungen sehen echt fantastisch aus. Und wir können uns das mal auf Steam anschauen. Und hier sehen wir die Moon Map. Und dann gibt es noch, ja, da habe ich gespielt, Cyber City. Das sah auch echt gut aus mit Regen. Die Antarktis gibt's. Ist auch sehr nett gemacht. Das ist eine Map, die heißt Skyscraper. Das war gerade mein Kater Ben, falls ihr ihn gesehen habt. Ja, hier nochmal auf dem Mond. Und wenn man, also es hat sogar Multiplayer, ich habe es jetzt im Singleplayer gespielt. Und wenn man gegen den Computer spielt und der ist dran, dann kommt so eine kleine Uhr, die läuft dann, dann weiß man, okay, die CPU ist dran. Und ja, also vom Prinzip her hat mich das definitiv gepackt, von der Steuerung absolut nicht. Da Steuerung muss ich ja so machen, ne? vielleicht liegt es aber auch an mir, vielleicht bin ich einfach zu unfähig gewesen, ich weiß es nicht. Wenn ihr das Spiel auch habt und ihr habt eventuell auch die Probleme oder ihr habt die Probleme nicht, einfach mal gerne in die Kommentare schreiben, würde mich definitiv interessieren, ob es jetzt an mir liegt oder halt nicht. Aber ich denke eher, dass es wirklich noch so ein bisschen buggy ist. Aber ja, Early Access Titel ist es halt, ne? Wie gesagt, kostet 10,79 €. Alle gängigen Brillen werden wieder unterstützt. Im Stehen soll gespielt werden, ist ja natürlich auch klar, ne? Im Sitzen wäre sowas echt schwer. Und ja, hier steht nochmal Player versus AI, also gegen CPU. Zwei Player-Modus hat es drin. Dann hat es nochmal so einen Modus, da muss man ja eingefrorene Pinguine befreien aus ihrem Eis mit dem Ball. Zeige ich euch auch im Video kurz. War jetzt nicht mein Gameplay, aber ja, cool, dass die sowas einbauen, so extra Maps. Ja, Leute, ich würde sagen, gehen wir einfach mal ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, Leute, willkommen bei Golfpool VR und das ist eine Mischung aus Billard und Golf. Ist eine komische Mischung, aber es funktioniert einigermaßen und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Game oder ich zeige euch mal ganz kurz die Optionen, die wir hier haben. Hier haben wir unsere Grafikeinstellungen, dann haben wir hier ja, Sound, Mikrofon an oder aus, weil wir können auch Multiplayer spielen. Controller-Typ, ob wir Wave Wands haben oder Knuckles und dann haben wir nochmal Advanced. Und dann haben wir hier nochmal ein paar Möglichkeiten. So, Locomotion, Teleport. Und das möchte ich gerne umstellen. Geht aber nicht. Warum nicht? Warum ist das geblockt? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich hätte gerne Free Locomotion hier. Geht nicht, okay. MR-HMD-Model. Okay, müssen wir so hinnehmen. Also das stört mich am meisten, muss ich sagen, dass man hier kein Free Locomotion hat. Und ja, ich würde sagen, legen wir mal los. Machen wir einen Singleplayer. Hier kann man so Pinguine befreien. Die sind in der Antarktis. Kann ich euch ganz kurz gleich mal zeigen. So, wir haben hier Skyscraper, Cyber City auf dem Mond. Das sieht auch ganz nett aus.
Garden in Antarktis, da sind die Pinguine. Wir gehen mal in Cyber City rein und schauen uns die mal an. Die habe ich noch nicht gesehen. Oh, sieht aber echt cool aus. Wow. Hat was. Ja, wie ihr seht, ich habe schon zweimal gespielt als Test. Zweimal verloren. Ob ich heute gewinnen werde, wage ich zu bezweifeln. Und ja, wir drücken jetzt hier auf Ready. Also ich habe so meine Probleme mit dem Spiel, was die Controller angehen. Also was, manchmal treffe ich den Ball nicht und dann funktioniert es nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Okay, jetzt ist er dran. Jetzt wird erstmal gelost, wer welche Farbe hat, ob rot oder blau. Also wenn er jetzt zuerst einen blauen macht, dann hat er die blauen und ich die roten. Und umgekehrt halt. Man sieht sogar den Regen hier auf. Cool. Okay. So, wir versuchen mal den blauen jetzt zu erwischen hier. Und hier seht ihr diesen anderen grünen an dem blauen. Und hier kann ich den loggen. Und man kann ihn auch so ein bisschen verbessern. Und jetzt hat er wieder abgezogen. Und das meine ich, manchmal funktioniert die Steuerung nicht so wirklich. Oh no! Was ist das? Really? Hoffentlich kriegt er jetzt nicht den blauen. Hoffentlich vergeigt er jetzt, dass ich die beiden machen kann. Geil. Danke, Jung. Danke. Ah. Mega. Und das meine ich irgendwie manchmal. Oder ich bin einfach zu schnell damit. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen langsamer. Und hier hätte ich so gerne Free Locomotion. Was macht der Junge jetzt? Bestimmt die Roten da, ne? Das wäre für ihn das Beste jetzt, was er machen könnte. Schauen wir mal. Boah, hat er Glück. Ah, die gucken gespannt zu hier. Beim Cyber City Finale 2020. Wir mussten auch schon eine Polizeiabsperrung gemacht werden, weil die Fans hier wollten die City stürmen. Die Schwarze kommt zum Schluss. Da, warum hat er den jetzt nicht? Warum nimmt er den nicht? Ne, die Rote will ich nicht berühren. Ich wollte eigentlich fester, aber irgendwie, ich kann es nicht. Also entweder ich habe es nicht drauf mit der Steuerung oder die ist irgendwie buggy. Also ich krieg's nicht hin. Aber ich habe ihn natürlich auch jetzt zweimal gespielt, ne? Boah, da hinten die Ecke, die ist zu. So, mit Trigger können wir den loggen und probier jetzt mal. Oh, der war knapp. Der war echt knapp. Schade.
Also mit Trigger können wir loggen, wenn wir diesen grünen Pfeil an den anderen Bällen sehen. Und mit den Touchpads links, rechts können wir dann ein bisschen feinjustieren. Aber das funktioniert halt leider bei mir nicht immer. Aber der war echt knapp. War mal ein besserer Schuss. Oder Stoß eher gesagt. Ja, ich müsste die Stärke besser irgendwie dosieren können, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Aber der liegt schon ganz gut. Gucken, was er jetzt macht. Bewegt er seinen Kopf zur weißen Kugel? Muss ich jetzt mal gucken. Das wäre cool. Jo. Geil gemacht. Dran. Okay, jetzt muss ich wieder so. Ah, schade. Hätte ja gut gehen können. Mal gucken, was er jetzt macht. Auf Glück hat er nicht reingeflogen, dann hätte er wieder einen Freischuss gehabt. Smell what the rock is cooking! Okay, der könnte interessant werden für mich. Steuerung habe ich absolut nicht drauf. Immer wenn er eingeloggt war. Schade, schade. Okay, ich starte nochmal. War mir eigentlich schon klar, dass ich nicht kriege. Der grüne Pfeil hat es ja gezeigt. Also Grafik ist hier für das Spiel echt überraschend gut, muss ich sagen. Klar sind die wahrscheinlich aus irgendwelchen Assets, aber gut. Oh. Aber jetzt liegen da blaue. Ach, der hat nochmal. Klar, der hat da getroffen. Mach keinen Scheiß. Ich würde gerne mal gewinnen bei dem Game. Das Blöde ist, ich darf jetzt auch seine roten nicht einfach antitschen. Dann gilt das nicht. Ich muss zuerst wirklich meine Farbe auch berühren. Boah. Den müsste man auch jetzt machen. Score, ich bin schon hier weit aus dem Raum raus. Ah, hätte den nicht reinmachen können. Schade. Schade, schade, schade. Jetzt ist er erstmal wieder dran.
Aber kann die rote jetzt auch nicht reinmachen? Kann da versuchen, die beiden. Ja, ja, ein Free-Shot. Ist klar. Der macht jetzt wahrscheinlich einen an anderen rein. So ist es mir ergangen, als ich eben keine Aufnahme gemacht habe. Ja, und jetzt kann der gleich, weil er noch einen Freistoß hat, da kann er jetzt mindestens einen reinmachen. Na komm. Okay, ich hab jetzt. Warum habe ich den jetzt berührt? Und da kann er auf jeden Fall die nicht reinmachen. Aber ich wollte ihn gerade nicht berühren, Mann. Ah, der hat nochmal. Der wäre jetzt gut gewesen. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Ach so. Ah, jetzt bin ich wieder... In der Wand. Ich hab kein Glück. Ich hab kein Glück gerade. Den macht er. 100 Pro. Den müsste ich jetzt machen, 100 Pro. Das darf nicht wahr sein, ey. Womit habe ich das verdient? Ich würde am liebsten damit den Schädel einschlagen. Jetzt kann der super da reinknallen. Oder nach vorne da hinten. Kann natürlich sein, dass er das als besser ansieht. Glaube ich aber nicht. Doch. Und jetzt kann der von da nach da, okay. Ja, aber es ist die Gefahr, dass die Schwarze irgendwie reinhaut.
könnte auch da reinmachen. Der kann das nämlich nicht so wie ich. Ich bin so gut. Oh Mann. Ja, das Regen ist so, weil ich so schlecht spiele. Zum Glück ist es auch nicht viel besser. Also das kapiere ich nicht. Das funktioniert mal funktioniert das nicht. Ich gebe auf gleich. Ist doch nicht normal. Ja, der hat den weißen Ball im Auge. Der macht den jetzt rein, ist aber klar. Nee. Warum? Den von da rein machen wäre fast nicht möglich, würde ich sagen. Komm. Oh, jetzt habe ich den berührt. Nee, das Spiel ist irgendwie... Man ist mehr damit beschäftigt, irgendwie dieses Feintuning zu machen und ja, dann berührt man den und da das Feintuning nicht so wirklich gut funktioniert, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir gleich hier Robo Recall machen müssen. I just bought a new laser guided vacuum cleaner. Now I need a new cat. Steuerung. Wow. Ich könnte Ausgleich machen erstmal. Nein. Ich krieg ihn nicht weg da. Da.
Das ist doch nicht wahr, oder? Warum ist das so? Ball not hit? Ich hab den noch getroffen. Ne, ich vermute nicht, dass ich einfach nur unfähig bin hier, aber das schließe ich nicht aus. Aber ich glaube einfach, dass es ein bisschen buggy ist. Ja, hat ja noch einen Free Shot. Setzen wir uns nochmal hin, ne? Machen wir hier. Ja, der macht den rein, bestimmt. Was macht er denn? Das wäre die einzig logische Erklärung. Wenigstens hat er auch mal Pech. So. Das wäre es jetzt gewesen, dann hätte ich wieder Gleichstand gehabt mit dem. Der macht diese leichten Dinger nämlich meistens. Ja, das werde ich wieder verlieren. Dazu kriege ich das irgendwie nicht gut genug hin. Na komm, mach die Schwarze auch noch. Komm. Perfekt da. Komm, ich zeig dir wo rein, hier. Hast ja lang genug gefackelt jetzt mit mir. Come on. Jawoll. Und? So, jetzt zeige ich euch noch kurz diese Pinguin-Map. So, jetzt haben wir hier diese Feuerbälle und da seht ihr die Pinguine und die müssen wir jetzt halt treffen. Okay. Ah. Weiß ich gar nicht. Balls left 5. Da sind noch welche. Komme ich jetzt hier rüber? Nö. Ja, das war das Spiel, ne? Na komm, wir machen nochmal Restart.
Oh. So, jetzt aber. Kann man jetzt da drüber springen, wenn er weg ist? Hey! Ach, guck mal. Okay, das war's. Die anderen liegen nämlich da. Also, ja, das ist das Spiel. Und ich würde sagen, das reicht's auch fürs Gameplay, würde ich sagen. Ja, was kann ich jetzt sagen? Also, es ist eigentlich ein richtig cooles Game, muss ich sagen. Aber ich habe Probleme mit der Steuerung. Ich weiß nicht, ob es den Leuten da draußen, die das Game schon haben, genauso geht. Also ich werde mit der Steuerung nicht warm und ja, vielleicht wird daran nochmal gearbeitet. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch nur an den Knuckles liegt, vielleicht mit den Wave Ones funktioniert es vielleicht besser, ich habe keine Ahnung. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur zu schlecht an hier für das Game. Aber so, wenn es wirklich bei allen Leuten so ist mit dem Steuerung und mit diesen ja, Anjustieren der Bälle, dass man, sag ich mal, auf den Weißen guckt, dann guckt man, was die nächste Kugel für eine Pfeilrichtung hat oder für eine Laufrichtung. Und das ist so tricky und so buggy, sage ich mal, das hinzukriegen, dass man dann wirklich einloggen kann und sagen kann, okay, jetzt kann ich den auch wirklich da Richtung Loch hauen, weil sonst hast du überhaupt keine Chance ohne diese Pfeile. Ja, und wenn das wirklich bei allen Leuten so ist, so buggy ist, dann ist das Spiel leider ein Reinfall, muss man leider sagen. Wenn ich mich jetzt nur blöd anstelle und bei allen anderen Leuten funktioniert es gut, dann ist das hier echt ein cooles Spiel. Aber das macht das Spiel meiner Meinung nach kaputt. Das kann ich jetzt sagen, grafisch macht das Spiel echt was her. Für so ein Golf-Pool-Game eigentlich völlig ausreichend, muss ich sagen. Bietet ein Multiplayer, muss man positiv erwähnen. Das kriegt auch nicht jeder hin. Und ja, das erstmal dazu und ich würde sagen, beenden wir das Video hier. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ja, haut doch mal auf den Abo-Button. Dann wird mein Kanal immer größer. Und ja, so kann ich auch immer mehr Spiele zeigen. Eventuell auch mal ein bisschen größere Entwickler, die mir dann so ein Test-Key mal zur Verfügung stellen. Momentan habe ich da Probleme, diese Keys zu bekommen. Und muss mir die Spiele dann halt kaufen. Und das ist auf Dauer sehr teuer. Ja, Leute. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.